Das ist auch noch eine Flirtregel, so Liebesgedichte, die sind, ja, wenn man der Frau sagt, sie hätte einen aus dem Moment zu einem Gedicht inspiriert, das kann man natürlich vorher schon auswendig, aber. Ja. Ein Gedicht über die Liebe, ja, ist auch ein bisschen feierlich, das Gedicht, also ja, gewisse Tiefen, die man, ich will mir jetzt nicht zu sehr loben. Die Liebe, was für ein Blödsinn ist doch das Leben. Man muss aufstehen, man muss sich die Zähne putzen, man muss sich Arbeit suchen, um sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Warum beschränken sich die Menschen nicht darauf, gemeinsam im Bett zu bleiben, bis die Krokodile kommen? Die Krokodile können nur das Fleisch fressen. Was bleibt, ist die Liebe. Das ist auch eine Art von Liebesgedicht, betitelt mit die zweite Variante. Ich bin rasiert, ich bin unrasiert, ich bin geduscht, ich bin ungeduscht. Ich liebe dich. Die zweite Variante sage ich nicht. Ja, eine Zecke, ne? Ja. Ein Pfarrer eine Predigt hält, plötzlich fällt eine Zecke in sein Gesicht. War das das hohe Gericht? Der Feuerwehrmann, ich spiele ja auch öfter auch bei Betriebsfesten, auch manchmal bei Feuerwehrsfesten, aber dieses Gedicht habe ich mir da nie getraut zu rezitieren. Nennt sich Der Feuerwehrmann. Immer wenn es brennt, komme ich zu spät. Ich bin der Feuerwehrmann, der seinen Beruf nicht ganz ernst nimmt.